Der Tiger ist abmarschbereit. Am Donnerstag wurden zwei Tiger vom Kampfhubschrauberregiment 36 aus der Fritzlar Georg-Friedrich-Kaserne auf Tieflader verladen und als nächtlicher Schwertransport mit Überbreite nach Leipzig gebracht. Von hier aus geht es dann mit einer russischen Antonov 124 ins westafrikanische Mali zum Einsatz. Bevor die beiden Tiger verladen wurden, hatten im Vorfeld die Techniker des Tigers eine Woche zu tun, um Teile wie Rotorblätter und Mastvisier abzubauen. Alles wurde sorgfältig in Kisten verpackt. Am Donnerstag wurden die beiden Maschinen mit dem riesigen Hallenkran auf die Tieflader gesetzt und für den Transport gut und sicher befestigt. Zwei Lastwagen mit der Ladung wurden bereits nach Leipzig geschickt. Das ganze Material, die Hubschrauber sowie das technische und fliegende Personal werden spätestens am Wochenende nach Afrika geflogen. Die Bundeswehr geht davon aus, dass beide Tiger nach 3 Tagen einsatzfähig sind. Insgesamt wurden 5 Tiger für den Mali-Einsatz startklar gemacht. 2 werden jetzt verlegt, 2 weitere sollen in der nächsten Zeit folgen. Thank you.